So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play 4 Story. Jetzt in dieser Folge geht's mal ein bisschen ruhiger an. Die Folge kann auch ein bisschen kürzer werden. Das liegt einfach daran, dass ich jetzt an dieser Stelle nur so kleine Sachen zeigen möchte. Ich möchte einmal das Verbessern des Items und zum Beispiel auch das Verbessern von Schmuck oder Gegenständen mit Erzmagierformeln zeigen. Ja, was können wir dazu jetzt erstmal sagen? Die Erzmagierformeln sind eigentlich nur dazu da, um Rohmaterialien, die nicht geplust sind oder schon überhaupt noch keinen Boni haben, zu verbessern. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hier zum Händler und holen uns mal am Ich kann besten. alles besorgen. Ach, der Sag verkauft gar nur, nichts. Die hier wir alle verkaufen Elfen auch nichts sind mehr. wunderschön. Und du Okay. hast erraten, woher ich komme. Dann machen wir es ganz anders. Und zwar gehen wir jetzt einmal nach Markut und dann hier oben hin. Hier oben befindet sich so ein Schmuckhändler und Kostümhändler. Dann haben wir hier noch Waffenhändler, Rüstungshändler. Wir machen jetzt einfach mal Was den brauchen ganzen Sie? Kram mit Waffen. Und zwar nehmen wir uns jetzt einfach mal eine. Was nehmen wir denn mal? Und zwar nehmen wir haben ja hier schon ein Item, aber das hat auch schon einen Boni und ich würde es gern von Anfang an zeigen. Wir machen einfach mal das mit einer Holzrute. Kostet nur einen Bronze, ist jetzt relativ günstig. Kaufen wir gleich zwei Stück von. Und dann gehen wir noch einmal hier durch und gucken mal gerade, ob wir eine günstige Alchemieformel finden. Einfach F drücken, dann öffnet ihr auch den Shop, dann könnt ihr hier so durchlaufen. Seht ihr hier die ganzen verschiedenen Items, aber ich suche jetzt halt nach einer bestimmten Schriftrolle, die ich jetzt gerade nicht habe. So. Das habe ich auch alles noch irgendwo rumliegen bestimmt. Ist alles nicht so wichtig. Hier sehen wir gerade einen AOE vom Beschwörer übrigens. Sieht halt aus wie ein Gewitter. Wir haben halt den Gewittersturm. Magier hat Eisregen. Formel des Meisters. Alles nicht so wichtig. Formel des Alchemisten. Wunderbar. Kaufen wir gleich zwei Stück von. Sind wir zwar schon fast wieder pleite, aber wir müssen das jetzt einfach mal gerade machen fürs Let's Play. Da muss man auch mal Opfer bringen, auch wenn es im Sinne von Geld ausgeben ist. So. Jetzt gehen wir einfach mal zu dem Der Typen beste hier. Schmied Und weit und dann. breit. Das ist der Verbessern- und Verzauberungsmenschen. Also wir können einmal das Item jetzt mit der Verbesserungsformel verbessern und hiermit machen wir einen Boni drauf. Wir nehmen jetzt erstmal die Route, nehmen die Erzmagierformel, die wir vom Questhelfer haben und dann kriegen wir hier noch angezeigt, wenn man halt echtes Geld ausgibt, kann man sich noch Items kaufen, wodurch sich dann die Chance verbessert. Hier verdoppelt die Chance auf eine erfolgreiche Verzauberung. Könnten wir jetzt benutzen, aber brauchen wir jetzt nicht unbedingt, weil wir haben eh 10 Formeln davon und hierbei geht das Item auch nicht kaputt. Jetzt sehen wir hier, zwei Konzentrationen hat er dazu bekommen und es ist keine Veredelung, sondern eine Verzauberung gewesen. Durch Veredelung, das kann man bei dem linken hier machen, da wo jetzt die Maus ist. Da kann man dann nochmal extra was machen, das zeige ich aber nochmal später. Jetzt nehmen wir die andere Route und packen die auch hier rein. Der Boni ist jetzt eigentlich total schlecht und deswegen habe ich auch eine Holzrute genommen, weil die uns eigentlich gar nichts bringt. Und das jetzt nur so als Vorführeffekt dann einfach drauf ist. Normalerweise muss das schon ein richtig guter Boni drauf sein. Jetzt sehen wir hier den Unterschied. Das ist ja perfekt, dass das so funktioniert hat. Einmal haben wir das Item verzaubert und wir haben nur zwei Konzentrationen dazu bekommen. Und einmal haben wir es verzaubert und dann haben wir noch magischen Schaden direkt damit erhöht. Jetzt haben wir den Unterschied, dass wir dieses Item hier, wo der magische Schaden schon erhöht ist, den kann man nicht mehr plussen, weil der schon einen erhöhten Standardwert hat. Den hier können wir weiter plussen. Jetzt kann ich euch das mal zeigen. Und zwar nehmen wir jetzt dieses Item und geben mal eine Formel des Alchemisten dazu. Wir können jetzt das Item nochmal mit Buch der Inspiration versehen. Dadurch wird dann nochmal die Chance verdoppelt. Das würde ich jetzt zum Beispiel schon eher machen, weil jetzt nämlich das Problem ist, wenn das fehlschlägt, verschwindet das Item. Wir können jetzt mal gucken. Vielleicht zeigt er das ja. Ja. Lade, lade. Zauber konnte nicht übertragen werden. Item ist verschwunden. So, jetzt haben wir jetzt schon mal das mit dem Magieschaden erhöht, nicht mehr im Inventar. Jetzt haben wir hier noch das. Und jetzt könnte ich nochmal das mit einer Formel des Alchemisten machen. Ich mach das mal, vielleicht funktioniert das ja. Ich habe jetzt kein Buch der Inspiration und die sind halt in-game auch so bei 2 Gold oder 1,5 angesetzt. Deswegen kaufe ich davon jetzt auch keins. Ich habe auch nicht genug Geld dafür. Vielleicht. Ja, zum Beispiel jetzt hat es funktioniert. Besser geht es gar nicht, weil das eigentlich sehr selten ist, dass es ohne das funktioniert. Und jetzt sehen wir wieder, Magieschaden ist erhöht und jetzt haben wir halt einen F-Boni mit drei kritische Magietreffer obendrauf. Ja, jetzt können wir dieses Item natürlich auch nicht mehr plusen, weil jetzt hat es erhöhten magischen Was brauchen Sie? Schaden. Und dann müssen wir uns noch so ein Ding kaufen. Nicht Und jeder kann ein Schmied werden. machen das auch gleich nochmal mit einer Erzmagierformel. Wir könnten jetzt eine Formel der Reinigung nehmen, damit werden die Bonis halt runtergeschmissen. Aber jetzt dafür ein Cash-Off-Item zu benutzen,
brauchen wir eigentlich nicht. So, jetzt haben wir sogar 9 Magietrefferchancen schon drauf. Das ist auf jeden Fall schon besser als 2 Konzentrationen. Und jetzt gehen wir rüber in den Bereich verbessern. Und zwar ist es ganz einfach. Wir nehmen so eine Verbesserungsformel und packen die hier drauf. Dann kriegen wir wieder angezeigt, wir können mit Glückstrank die Chance verdoppeln. Und mit Tinktur des Fortbestandes verhindern wir, dass, wenn er eine, wenn das fehlschlägt, dass das Item verschwindet. Weil das ist jetzt wie beim Formel des Alchemisten hier. Wenn die Verbesserung nicht funktioniert, dann verschwindet dieses Item. So, jetzt sehen wir hier, dies ist erfolgreich gewesen. Plus 1. Etwas erhöhter Schaden, jetzt nicht so viel. Macht hierbei sowieso nicht so viel aus. Machen wir jetzt nochmal direkt. Normalerweise kann man so ungefähr, so Pi mal Daumen, sein Item eigentlich bis plus 7, plus 8 ohne Tinktur hoch pushen, ohne dass es kaputt geht. Es kann natürlich schon sein, dass es auch mal bei plus 3 flöten geht, deswegen habe ich eigentlich, wenn ich irgendein Item habe, was ich unbedingt behalten will, immer eine Tinktur im Hinterkopf. Der Nachteil bei der Tinktur ist halt, man kann halt bis plus 24 uppen, und wenn man über plus 11 geuppt hat und dann die Verbesserung fehlschlägt, dann kann das Plus-Level runterfallen bis auf plus 11. Tiefer kann es nicht fallen, also wenn man plus 11 hat, ist es eigentlich egal, aber so, wenn man über plus 11 geht, sollte man immer schon Glückstrank eigentlich anhaben, dass sich die Chance verbessert. So, jetzt haben wir plus 5 geabt und jetzt sehen wir, Holzrute ist jetzt plus 5. Das wird dann sowohl über unserem Namen als auch hier oben in der Ableiste dann angezeigt, ab plus 5. Und wir machen das jetzt einfach mal weiter, bis es zerstört wird, weil ich brauche das Item eh nicht. Und dann kann ich euch das mal zeigen. Vielleicht geht es jetzt auch schon kaputt, ich weiß es nicht. Nee, plus 6 geht auch noch. Dann hauen wir es nochmal hoch. Einfach so lange, bis da nichts mehr geht. Nicht so schwierig. Oh, plus 7 schon, wunderbar. Wir machen weiter. Das höchste, was ich mal geschafft habe ohne Tinktur, war plus 10. Aber da habe ich mir auch 5 verschiedene Items gekauft und dann immer unterschiedlich hochgeupt. Und jetzt habt ihr gesehen, Item wurde beim gescheiterten Verbesserung zerstört. Das kann man durch Tinktur des Fortbestandes verhindern. Ja, jetzt haben wir 8 Formeln gewastet, aber immerhin habe ich euch das jetzt mal gezeigt. Ich weiß nicht, wir haben jetzt noch gar nicht so viel voll. Dann würde ich sagen, gehen wir auch einmal rüber zu diesen Tagesquests, wo wir schon mal vorgestanden haben. Und nehmen mal zusätzlich an dieser Wand. Da kann man hier gar nicht annehmen. Also wir haben jetzt hier einmal Solo-Quests und so. Ist jetzt aber noch nicht so wichtig. Was wir jetzt noch an dieser Stelle machen können, wir gehen erstmal zurück nach Jesode. Und dann gehen wir noch hier schnell die Quests annehmen. Einmal diese hier, die war noch wichtig. Der war auch noch für Level 14. Hier haben wir noch eine Quest bei 1. Die verlorene Tasche. Und Pajon hatte noch eine Quest. Ach, das ist Lizina Steinbruch, den nehme ich auch noch nicht an, weil damit beginnen wir dann in der nächsten Folge. So. Dann haben wir hier die 2 Quests schon mal angenommen. Wir gucken einmal nach 1 Tasche. Wo müssen wir da hin? Zu den Feuergeistern und Karin. Ja, das weiß ich, wo die ist. So, jetzt haben wir aber noch ab Level 20 können wir auch wieder skillen, und das machen wir jetzt auch. Einfach mal, um die Zeit noch ein bisschen rumzukriegen für diese Folge, weil jetzt noch eine Quest anzufangen, dann sind wir wieder mittendrin. Und das ist dann auch nicht Sinn der Sache. So, jetzt drücken wir wieder auf K und dann öffnet sich natürlich das Skillfenster. Wir haben 5 Skillpunkte übrig. Mal gucken, was wir jetzt skillen können. Wir können zum Beispiel schon ab Level 18 diesen Skill skillen. Den ziehen wir uns eigentlich auch mal direkt am besten in die Buffleiste rein. Ich ordne die immer so ein bisschen. Meistens mache ich das so, dass halt die mit den hohen Cooldown nach vorne kommen. Ist auch von der Reihenfolge her eigentlich am sinnvollsten. Jetzt haben wir hier unseren ersten Schildzauber, auch ab Level 18 schon verfügbar. Das war halt dieser Skill, den wir in der Instanz bekommen haben, nachdem wir den Endboss besiegt haben. Ich kann es ja mal einsetzen. Und jetzt sind wir halt für 8 Sekunden unanklickbar. Das heißt, wir kriegen auch keinen Schaden mehr. Auch nicht den Dot, den wir drauf haben. Davon wird der Effekt auch annulliert. So, jetzt skillen wir mal das noch, nehmen die Gruppenheilung direkt mit hier rein. Und das Reinigung ziehe ich jetzt nicht rein, das brauchen wir eigentlich nicht, aber wer weiß, naja. So, jetzt gucken wir mal hier, die 3 Skills möchte ich eigentlich gar nicht skillen.
weil die sind eigentlich relativ unnütz. Der verwandelt den Gegner für kurze Zeit ins Eichhörnchen, wird aber auch, glaube ich, wieder rausgeschossen aus der Verwandlung, wenn man das erste Mal, wenn man wieder einen Hit macht. Das ist wie bei der Hypnose, was ich schon mal erklärt hatte. Und bei Opferung möchte ich auch noch nicht skillen, weil wir jetzt ja erstmal als Chaospriester durch die Gegend laufen. So, jetzt haben wir noch einen Punkt übrig und dann können wir unsere Mana-Regeneration noch erhöhen. Also hier einfach schnellere Mana-Regeneration über Zeit. So, jetzt haben wir hier unsere Skills und jetzt kann ich euch auch mal zeigen, wenn hier irgendwann noch rumlaufen würde. Nein, wir gehen nochmal zurück nach Markut. Und zwar bei der Gruppenheilung seht ihr das jetzt. Wenn ich mich selber heile, drücke ich F4 und dann heile ich mich. Zack, dann seht ihr das. Und wenn ich die Gruppenheilung mache, dann seht ihr das. Alle in meinem Umkreis werden halt einfach geheilt. Jetzt auch nicht so viel. Soll halt nur erstmal für den Anfang ein bisschen was sein, aber ist ja immerhin noch besser als nix. Dann gehen wir gerade noch die Blätter verkaufen, packen den Rest ins Bankfach. Ja, du? Willkommen. Und dann haben wir die Folge eigentlich auch soweit schon wieder fertig. So viel habe ich jetzt in dieser Folge dann natürlich nicht gemacht, aber dann wird die nächste Folge natürlich wieder spektakulärer. Dann machen wir erst noch Karin, holen die Tasche von 1 und dann gehen Willst wir auch schon ins nächste Gebiet. Und wir müssen auch noch ins Doku Level 10, fällt mir gerade ein. Das müssen wir jetzt noch machen, bevor wir irgendwas anderes machen. Ich hoffe, wir können jetzt überhaupt noch rein. Habe ich noch eins in der Tasche? Ist das hier Level 10? Ja. Ich hoffe, dass wir da jetzt noch reinkommen. Ja, wir kommen da noch rein. Dann machen wir in der nächsten Folge noch keine Quest, weil sonst kommen wir direkt wieder Level ab. Dann gehen wir zuerst... Willst du was von mir? ...ins Dokument für Level 10 rein. Sonst wird uns das nämlich verwehrt und das wird ziemlich dämlich. Weil dann müssen wir das nämlich auslassen, wenn ich da nicht mehr reinkomme und das... Das wäre allerdings wirklich nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Habe ich gar nichts hier drin gelagert? Doch, wir kommen da auch noch rein. So, wunderbar, dann lassen wir den Rest hier im Inventar. Ich sag dann auf jeden Fall schon mal bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet wenigstens ein bisschen Spaß. Jetzt für die Neulinge war das vielleicht eine interessante Folge. Für die etwas erfahreneren Spieler nicht, aber es wird halt mit der Zeit doch etwas anspruchsvoller. Ja, wie gesagt, dann sag ich bis zum nächsten Mal und weiterhin viel Spaß.